Tag 2 der Judo-Weltmeisterschaften in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Die besten Judokas der Welt traten gegeneinander an, vor den Augen des pandemiebedingt begrenzt zugelassenen ungarischen Publikums. Doch dessen einzige Medaillenhoffnung des Tages, Bubreka, unterlag der Japanerin Shishime Ai. Die wiederum besiegte schließlich Ana Perez. Die Spanierin hatte in ihrem Halbfinale einen feinen Schulterwurf hinlegen können. Kurz vor Schluss gewann Shishime die Oberhand, erreichte Wasaari mit einem Innenschenkelwurf und dominierte glänzend im Bodenkampf. Damit sicherte sie sich den Weltmeisterinnentitel, den sie bereits vor 4 Jahren hatte einheimsen können. Die Goldmedaille nahm sie aus den Händen von Johan Zigiak entgegen, Tennislegende und Botschafter der Internationalen Judo-Vereinigung. Meinen letzten Titel habe ich hier in Budapest gewonnen, also bin ich froh, wieder hier zu sein und erneut die Goldmedaille zu gewinnen. Ich fühle hier etwas Besonderes. Die Finalisten in der Gewichtsklasse unter 66 Kilo sprühten nur so vor Motivation. Der Japaner Maruyama Yoshiro und der Italiener Manuel Lombardo erstürmten sich den Weg zum Goldmedaillenkampf. Die Favoriten widerstanden dem Druck mit Bravour. Letztlich obsiegte Maruyama, der seinen Weltmeistertitel sichern konnte. Er lockte seinen Gegner in einen cleveren Tomoe-Nage und sicherte sich damit die Wasaari-Wertung. Beide Gegner stellten die besondere Anziehungskraft des Judos unter Beweis. Die Begegnung endete mit einer freundschaftlichen Umarmung. Maruyama bekam seine Medaille von Alexander Karelin, Ringerlegende, dreifacher Olympiasieger und 9-facher Weltmeister. Ich fühle den Druck, aber ich muss damit umgehen. Eine der wichtigsten Aufgaben heute war, die Nervosität zu bezwingen und dann meinen Gegner zu schlagen. Maruyamas Kampf war die Krönung des zweiten Tages der Judo-Weltmeisterschaften hier in Budapest.